Ein Video, in welchem Yakari eine Schelle bekommt, verbreitet sich im Internet. Also er kriegt jetzt keine Faust oder sowas. Das muss man auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass sie ihn kaputt schlagen. Es ist eher eine Geste der Geringwertschätzung. Bruder, der Tag, an dem ich bei einem Beef nicht mehr durchblicke, der ist jetzt gekommen. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, der ist jetzt. Jetzt ist der da, Leute. Jetzt ist der Moment, wo ich nicht mehr durchblicke. Also Leute, es gab ein Video, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu heavy. Wo ist denn unser guter Mann Yakari von Raiz gepackt? Der Beef zwischen Yakari. Ja, also es gab ein Video, ich habe es auch gesehen, ich habe es jetzt nicht unbedingt sehen wollen, aber es ging total rum. Alle haben es viele Leute haben es abgeloadet, das war einfach in meiner Timeline. NG, glaube ich, das NG Teflon oder so, Teflon 030, Raiz, keine Ahnung, alle, viele. Auf jeden Fall ging es da, das war auf TMZ-Basis, genau. Man konnte sehen, dass Yakari sitzt irgendwie auf der Couch, zwei, drei Leute packen den, der kriegt hier, da ein links, rechts, bisschen, und das wird natürlich gefilmt und ja, ich würde sagen, daraufhin gab es aber auch schon von ihm direkt Attacke. Wir schauen mal rein. Wir diven rein. Kari auf der einen und Raiz, Engie und Teflon 030 auf der anderen Seite ist letzte Nacht eskaliert. Und ein Video, in welchem Yakari eine Schelle bekommt, verbreitet sich im Internet. Yakari legt allerdings direkt weiter nach. Wir gehen rein. Nachdem es vor gut zwei Monaten zwischen Capital Bra und Engie eskalierte, war Engie-Kollege Teflon in einem TikTok-Livestream mit Ali Boumaye, Ego und Yakari und sprach darüber, dass Engie, anders als behauptet, keine Klatsche bekommen habe. Hier hatten Yakari und Teflon also offenbar noch kein Problem miteinander, doch danach passierte wohl irgendwas. Auf jeden Fall griff nur kurz danach Yakari plötzlich öffentlich Teflon, aber auch Engie und Raiz an. Auf die Beleidigung von Yakari folgten dann mehrere Posts von Teflon, welcher Nachrichten zeigte, die er an Yakari geschrieben hatte und danach auch einen längeren Ansage-Text-Story an Yakari. Ja, das müssen wir mal gucken, ne? Teflon-Story, jetzt muss ich mal ein bisschen. Ed Yakari schreibt der, du Peach, in der Story ist. Boah, ist ein bisschen schwer zu checken, von wem was, aber ich versuch's mal. Du bist kein Mann, deswegen bist du auch bei 7 Leuten unter Vertrag. Du gibst fast 200%. Also er muss doch drauf zahlen. Er sagt, du gibst 200%. 7 mal 20, ja. Also du hast dich hier in Berlin bei Leuten von mir versteckt, die haben auf dich aufgepasst, damit du mit deiner Gangbang-Freundin durch Berlin laufen kannst. Komm mal nochmal nach Berlin oder zu Ali, seiner Show. Ich werde nicht deine Mama beleidigen, sowas macht man bei uns nicht, aber für diesen Spruch wirst du in meiner Story bluten, verspreche ich dir. Ja. Das ist von Teflon 030. Die er an Yakari geschrieben hatte und danach auch einen längeren Ansage-Text-Story an. Und Teflon schreibt nochmal an Yakari: Versteck dich bei wen du willst, du kleiner Internet-G. Es gibt keinen, der dich nicht amsen will. Deine eigenen Leute, die auf dich vorher aufgepasst haben, sagen, du bist vogelfrei. Man sagt, du bist die teuerste. Wahrscheinlich steht das. Also nicht teuerste Bitch oder so, steht da im ganzen Game. Hast jetzt schon durch deine ganzen Verträge, die du unterschrieben hast, mehr Schulden, als du einnehmen wirst in den nächsten 10 Jahren. Kein Spaß, Leute, der ist wirklich bei 7 Leuten unter Vertrag. Hast du keinen neben dir, der einmal sagt, wie unsympathisch du dich damit machst? Hey, ich hab's dir in der Was-Los-Folge doch gesagt. Ich bin ja nicht sein Freund. Offiziell, du gehörst ins Fernsehen, am besten lässt du dir noch Botox spritzen und passt zu dir und deiner Musik. Ich bin seit 2 Tagen wegen deinem Arsch am Telefonieren. Jetzt musst du mir den ultimativen Grund geben. Ich könnte dir die schlimmsten Sachen erzählen, weil ich zu viel weiß von diesen Jungen. Ich habe nur ein paar Stunden telefoniert, aber ich will nicht mein Recht verlieren, ihn kaputt schlagen zu dürfen. Ich sage dir jetzt schon, es wird ein 1-gegen-1 zwischen uns beide geben, früher oder später. Ja. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich überhaupt nicht weiß, Teflon und Yakari, was da jetzt großartig zwischen denen ist. Ich
ne, wir haben Yakari im Interview gehabt. Wir wissen ja ungefähr, wie der drauf ist. Auch von den vergangenen Sachen. Also, er nervt die Leute ein bisschen. Bisschen ist es noch lustig. Irgend so ein Sinanji-Spruch. Also, ich sehe das als Humor, dann scheiß drauf, weißt du. Aber dann bei einigen Leuten ist es wahrscheinlich schon too much. Dann droppt er auch schon mal hier ein Harrison, da ein Harrison. So, ich muss aber. Wir schauen mal weiter. Yakari postete. Vor allem mit Rais eskalierte es in der Folgezeit dann noch weiter, was dann auch dazu führte, dass nun ein Video kursiert, in welchem Yakari eine Klatsche bekommt. Aber kurz mal. Aber ne. Oh, da klatscht wieder die Werbung. Sagenhaft. Nachrichten oder Ansagen von Teflon kamen, zeigte auch Yakari beispielsweise Instagram-DMs von Rais, wo dieser Yakari geschrieben hat. Währenddessen schreibt der Yakari meine DMs. Und da ist Rais, der schreibt. Der ist auch so trocken immer. Also der Rais schreibt den. Falscher Move von dir, du, keine Ahnung, ich verspreche dir irgendwas. Wir sehen uns, pass auf deinen Arsch auf. Jetzt lernst du die richtigen Männer kennen. Ich mache seit zwei Drittel, zwei, nee, seit zwei, seit zwei, drei Tagen steht da, schon Telefonate wegen dir, wo Leute mir sagen, bra, egal, scheiß auf den, der ist behindert, aber ich bin auch behindert. Bis die Tage. Und dann schreibt der als Antwort der Yakari zurück. Bro, warum hat dich der Xatar rausgeschmissen vom Label? Also der Er macht macht sich halt weiter lustig und albert darum, ne? bereits seit mehreren Tagen Anrufe wegen Yakari. Jetzt liest er das auch vor. Ich dachte, der macht einfach wieder wie vorhin weiter und liest das nicht vor. Und er wolle ihn sich quasi schnappen. Auch kündigte Rais an, vor die Haustür von Yakari kommen zu wollen. Yakari reagierte auf diese Drohung damals unter anderem so. Ey, ich hab Kumpels, ne? Die sind behindert gefährlich. Kennt ihr den noch? Ein paar Freunde von mir sind behindert gefährlich. Ey, wo ist der Wallah-Krise-Typ? Jelly, vor 2 Jahren noch Wallah-Krise. Und jetzt willst du vor meiner Haustür kommen? Göttmann, a.k.a. Khatarovic, hab mal deine Ex-Künstler im Griff. Wallah, was soll das mit Bedrohung mal Drohung? Die sollen mal Musik machen, diese kleinen Knechte. Und ich hab übertrieben deinen Film gefeiert, lo. Und warum bist du so dünn geworden, lo? Mir fehlt der alte Khatar. Das ist auch schon winzig, aber, ja, aber ey, ich sag das jetzt aus der Position, bin Außenposition. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt Rais wäre oder die anderen Jungs, die so hart beleidigt, dann wäre ich bestimmt auch auf 180 und würde mich das wahrscheinlich auch nerven. So ist ja klar, ne? Anders nerven. So aus meiner Seite, kleines bisschen diese J-Lo-Vibe, J-Love-Vibes, aber ich muss sagen, unter uns, als ich mit ihm was Losfolge gemacht habe, hat er mich kurz vorher noch angerufen, haben Videotelefonie, ein paar Sachen gequatscht. Hat er mich auch aus der Dusche, wirklich während der Dusche so, ey Dings, wollt ihr nur noch was sagen? Ich dachte, ruft doch gleich an. Nein, Dings wollte er so schnell noch was sagen. Also ja, irgendwie hat er einen, irgendwie weiß ich nicht, es ist schwer zu sagen, irgendwie hat er eine Klatsche, der Junge, irgendwie ist er auch damit auch sympathisch und witzig damit, aber es ist halt, wie ich es in der Was-Los-Folge auch gesagt habe, es ist jetzt die ganze Zeit auch drüber so. Und das schadet ihm am meisten ihm selber, so, weißt du? Ich weiß es nicht, also ob da Drogen eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Das ist eine Mutmaßung, I don't know. Göttmann, a.k.a. Khatarovic, hab mal deine Ex-Künstler im Griff. Wallah, was soll das mit Bedrohung mal Drohung? Die sollen mal Musik machen, diese kleinen Knechte. Wo ist der? Sag so. Ey, der Xatar, also Goldman ist der Xatar-Account, ne? Stellt euch mal vor, Xatar so. Steht auf. Kaffee, klarkommen. Instagram. Xatarovic, wo ist der? Boah, ja, ist ja gut, Alter, entspann dich. Ach, zum Glück habe ich Label zugemacht. Und ich habe übertrieben deinen Film gefeiert, lo. Und warum bist du so dünn geworden, lo? Mit dünn meint er aber den Katar an, ne? Mir fehlt der alte Katar.
Reis, lass mich duschen und nerv mich nicht. Ich bin nicht zu Hause, du kleiner Knecht, ich bin in Frankfurt. Vor ein paar Wochen dann war Reis bei Gazi im Livestream, als Yakari gerade diese kleinen Reibereien mit... Das ist die Social-Media-Agentur von Rata. Rata-Thematik, Real Talk mit Reis, die Sache mit Yakari, Real Talk, Gazi-Stream. PA und Life is Pain hatte und wohl in der Türkei war. Hier sagte Reis, er habe eigentlich kein Problem mit Yakari gehabt und dessen Musik sogar gefeiert, aber dann habe Yakari ihn eben beleidigt. Wenn Yakari das schon so mache, solle er doch einfach auch einen Standort schicken, damit man sich mal kurz treffen und miteinander unterhalten könne. Reis zeigte sich, da das aber offenbar nicht passiert war, geduldig und stellte in den Raum, dass man sich auf jeden Fall irgendwann mal sehen werde. Aber anscheinend bist du ja jetzt in Türkei, weil du weißt, dass ich keinen Pass habe und nicht nach Türkei komme. Ja, was du aber nicht gedacht hast, dass wir sehr viel Familie und Freunde da oben haben. Aber ich warte, bis du zurück in Deutschland bist. Hier haute Reis dann... Ich habe eine Sekunde gedacht, die sitzen bei Sinan. ...dann auch raus, dass ihn Yakari seit ein paar Wochen immer nachts anrufen und sich entschuldigen würde. Aber für Reis müsse man offenbar trotzdem mal ein ernstes Wörtchen miteinander quatschen. Und nun hatte man in den letzten Wochen nichts weiter von dieser ganzen Sache gehört. Bis jetzt letzte Nacht. Denn in einer anscheinend gemeinsam geplanten Aktion posteten letzte Nacht Reis, Angie und Teflon einen Ausschnitt aus einem Video, wo man sehen kann, wie... Ja, also das ist das Video. Ich war mir wirklich ehrlich gesagt am Anfang nicht mal sicher, ob das Reis, ob das Yakari ist. Ich habe Yakari noch nie im Leben in live und in Farbe und in echt und in Natura gesehen, deswegen ist es immer ein bisschen schwer. Ich habe natürlich mit ihm gefunkt und wir haben ja eine Was-Los-Folge gedreht, aber es ist halt trotzdem irgendwie anders, dass ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, so in dem Sinne, vor Kamera und dann nie. Und da war ich mir auch nicht sicher. Ich habe es so dreimal angeguckt, aber ich denke schon jetzt, ne, dass er das auch sagt und so, dass er das schon ist, ne, das ist klar. Aber ich will nur sagen, es gibt auch so ein anderes Video, was die ganze Zeit immer geuploadet wird. Da schreiben mir Leute unendlich viele Namen, wer das sein soll. Teilweise hieß es auch, ich wäre das gewesen. Oder die Leute hätten Angst um mich, dass ich das war. Haben mir mal Fans geschrieben, ey, erstens war ich das nicht. Zweitens glaube ich auch nicht, dass das Kalim war. Das ist ein Name, der sehr oft fällt. Irgendwie sieht das nicht aus, einfach nach Kalim. Also irgendwie, keine Ahnung. Und what the fuck, Alter, irgendein dunkles Video, wo einer zusammengeschlagen wird, dunkel, man sieht gar nichts, man hört nur ein bisschen Stöhnerei und dann einfach posten und schreiben, das ist hier. Ja, weiß ich nicht, Alter. Also wie man sieht, sind Teflon, Angie und Reis haben es gepostet. Er sitzt da, ich werde das Video jetzt nicht zeigen, ich glaube, das ist ihr Toss, er sitzt da. Man sieht, dass es ungewollt sitzt und dann kriegt er auch eine ab und... ist da sichtlich überrascht, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das ist jetzt Mutmaßung, was da passiert ist, aber ja. Er kriegt jetzt keine Faust oder sowas, ne? Das muss man auch sagen, ist jetzt nicht so, dass sie ihn kaputt schlagen. Es ist eher eine Geste der Geringwertschätzung. Ich glaube, es geht da eher um das Demütigen vor Kamera. Wir lassen mal den Kollegen hier weiterreden. Dann sage ich mal ein bisschen meine Sachen dazu. Yakari von einer anderen Person mindestens eine Backpfeife bekommt. Reis postete das Video einfach so und schrieb dann in einer Story dahinter, Yakari wollte sich bei ganz Deutschrap entschuldigen. An jeden draußen, der sich einen Namen in unserer Musikwelt machen will, soll sein Talent nutzen und keine Mütter beleidigen für Hype. Hashtag Straße, kein TikTok. Angie postete das Video und direkt dazu den Text an alle. Hier ist der, ich habe es gerade gezeigt für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Boah, diese Yakari-News zieht sich ja echt lang. Auf jeden Fall, hier sind die Sticker endlich angekommen. Mock, guck mal, Sticker sind da. Mein eigener Tag, meine Schrift ist Rostam Café. Rostam hat übrigens nichts mit Roos zu tun, das ist nur Zufall. Ich habe den Namen gewählt, also so sieht der Sticker aus, so groß ist der. Dann alles die Sticker, die kleben wir dann auf die Verpackung. Ich habe den Namen gewählt. Rostam ist so eine mythologische persische Figur. Mein Vater hat mir als Kind vorgelesen, oder also nicht mal vorgelesen, mein Vater war, glaube ich, hatte kein Geld für Kinderbücher. Der hat einfach Geschichten erzählt von ihm, die wahrscheinlich er sich ausgedacht hatte. Daher kommt, glaube ich, mein Talent, Geschichten zu erzählen. Storytelling. Nee, er hat immer Geschichten von dem erzählt. Das ist halt persische Mythologie und so. Und so ein Typ wie He-Man, der immer alles schafft und so. Und
und das hört sich so ein bisschen an wie Rösten. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, Persisch bisschen, Ruß bisschen, Rösten. Und wenn ihr genau hinguckt, Rostam, das O ist eine Kaffeebohne. Das war die Idee von unserem Prakti Leffi, der dann auch, also das ist komplett meine Schrift, Rostam Tag und Coffee darunter ist meine Schrift. Wisst ihr ja, ich habe das ja mal getaggt und euch aussuchen lassen, welche. Und er hat das dann, wie nennt man das, vektorisiert und so weiter und dann das Ding fertig gemacht. Auch behindert gefährlich. Okay, jetzt aber hier, jetzt aber mal Jakari, hör mal zu hier. Rechts aber jetzt. Das Video und direkt dazu den Text an alle Newcomer da draußen, man beleidigt keine Mütter. Jakari wollte sich einmal bei ganz Deutschrap entschuldigen. Teflon 030 wiederum schrieb, an alle Newcomer macht keinen Sinn, sich sein Hype damit aufzubauen, Mütter zu beleidigen im Internet. Am Ende passiert genau das. Das ist für jeden, den du beleidigt hast in der letzten Zeit. In typischer Jakari-Manier gab es auf diese Postings auch eine Antwort. Auch wenn diese nur kurz online war und danach dann offenbar recht schnell wieder gelöscht wurde. So zeigte Jakari nämlich ein Foto von seiner eigenen Hand, im Hintergrund Rais und noch eine andere Person und schrieb, ihr seid Söhne. Das Ding ist, wie gesagt, mittlerweile auch schon wieder gelöscht. Ebenfalls noch gestern Nacht schaltete sich dann auch Jakari-Kollege Ego mit ein, welcher auch davor beim Beef immer an Jakaris Seite gegen die anderen gefeuert hatte und kündigte an, dass es jetzt quasi erst richtig losgehen würde. Ich habe gehört, man beleidigt keine Mütter. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen umstrukturieren, weil jetzt f***en wir eure Mütter. Ego zeigte... Wer von euch kennt noch Ego? Ego die Eins. Ich erinnere mich noch dran, die... Hatte der nicht mal die Nummer von Busneitsch und hat ihn einfach angerufen vor laufender Kamera mal so über WhatsApp? Ist das er? War er bei... Ich muss mal nochmal... War der mal bei Sadik? Sadik gesigned? Wie gesagt, crazy, also jetzt geht's richtig ab. Auch Nachrichten von Teflon und Angie bekommen hatte. Der eine schrieb, entschuldige dich freiwillig und der andere, der nächste bist du oder Punkt. Und auch Jigsaw hatte Ego offenbar geschrieben. Klingt so, das kommt ja so sofort, ne? So sekundenweise und das ist 10 Minuten. Das haben die auf jeden Fall, sind die so auf jeden Fall befreundet und cool miteinander, oder? Die schreiben dann gleichzeitig. Ja, Ego interessiert aber wohl nicht so krass und will hier mitmampfen, würde ich sagen. Bist du oder Punkt. Und auch Jigsaw hatte Ego offenbar geschrieben. Ego legte dann noch weiter nach, zeigte eine Hörprobe aus dem Auto, wo er rappt, ich würde sagen, dass Rais ein Duden gut tut, weil er hat noch nie eine Schule besucht. Und postete hinterher noch ein wohl älteres Foto von Rais und versaß mit der Caption Don Omar. Hier rechts ist Rais oder was? Das ist aber süß. Bruder, als ob wir nicht alle so ein Foto haben von uns, wie wir so aussehen wie Babys. So, weißt du, so Kiddie. Ja, ist aber voll süß. Lass mich nicht ein Bild von mir rausholen. Und auch von Jigsaw gab es eine öffentliche Reaktion, denn dieser positionierte sich, wie bereits vorher, gegen Jakari und kommentierte unter einem Rap-Check-Beitrag zu diesem Schellen-Video mit den Worten, Donnerstag 23:59 geht's dann in die zweite Runde für die kleine Life is Pain. Eine weitere Reaktion kam von... Life is Pain, was heißt das denn? Also Donnerstag geht's dann in die zweite Runde... Für die Kleine wahrscheinlich steht der Schlamp. Aber was heißt das? Life is Pain? Ordnet er Jakari zu Life is Pain? Oder Life is Pain? Ich bin auf der Seite von Life is Pain. Bruder, ich blick gar nicht mehr durch. Bruder, der Tag, an dem ich bei einem Beef nicht mehr durchblicke, der ist jetzt gekommen. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, der ist jetzt. Jetzt ist der da, Leute. Jetzt ist der Moment, wo ich nicht mehr durchblicke. Okay, aber Donnerstag kommt ein Diss-Track. Life is Spain. Ja, Life ist, ich verstehe nur noch Spain. Die zweite Runde für die kleine Life is Pain. Eine weitere Reaktion kam von Ghazi, welcher sich bereits in seinem Livestream mit Rais auf dessen Seite stellte und nun einen Ausschnitt von Manuelsens Interview nach dieser Animus-Eskalation postete. Dieses Ding von wegen drei Backpfeifen, patsch. Und Ghazi markierte darauf nun Rais. Und die bis jetzt letzte Reaktion kam von Flair, welcher ebenfalls auch schon mal von Jakari gedisst worden war und welcher nun in einer Instagram-Fragerunde auf dieses Klatschen-Video angesprochen wurde und antwortete, I told ya.
Eine weitere Reaktion von Yakari gibt es Stand jetzt noch nicht. Wenn uns die vergangenen Monate mit Yakari in der Rap-Szene allerdings eins gezeigt haben, dann dass das Ding jetzt wahrscheinlich erst wieder so richtig losgeht. Oder auch nicht. Keiner weiß. Bis dahin, haut da rein. Da wird reingehauen, was das Zeug hält, Alter. Ich schwöre.